Guck, dass du ganz sauber den Zirkel rund anlegst. Jetzt der äußere Schenkel ist verwahrend hinten. Damit hast du die Hinterhand auf der Linie. Der äußere Zügel führt. Da hast du die Schulter in der Kontrolle. So ist schön. Gut, gut. Ah, da hast du so, bist du so ein bisschen nach außen weggedriftet. Da fehlte ein bisschen der äußere Schenkel. So, hier die Linie ist gut. Die ist rund. Äußerer Schenkel. Du reitest mit deinem linken Zügel in, Schenkel in Richtung, in Richtung deines äußeren Zügels. Da war er wieder etwas weggedriftet. Leg noch einmal zu, ein paar Galoppsprünge. So, und dann fängst du wieder neu ein. Ganz fein einfangen, nicht so viel mit der Hand machen. So, und jetzt stell dir vor, du wolltest ihn mit dem äußeren Zügel rumwenden. Wenden. So. Jawohl. Und wieder immer ans Wenden über den äußeren Zügel denken. Die innere Hand, die sagt nur dem Köpfchen, in welche Richtung es guckt. Sonst macht die nicht viel. Wenn du da immer dran rumruppelst, dann störst du sein inneres Hinterbein. So. So ist gut. Das ist schön. Und parierst gut ihn durch zum Trab. Gut. Guck, dass du die Linie genau so hältst. Du musst dir vor deinem inneren Auge vorstellen, da ist vor dir einer gelaufen mit einem breiten weißen Pinsel. Und er hat auf den Boden mit dem breiten weißen Pinsel eine Linie gemalt, die kreisrund ist. Auf dieser Linie, gedanklich, reitest du entlang. So ist schön. So. So ist gut. Und dann parierst du ihn durch zum Schritt. Du bleibst auf dieser Linie. Die hast du immer noch vor deinem inneren Auge. Die ist ungefähr so breit vor deinem Auge und da reitest du drauf entlang. So ein Zirkel, der kreisrund ist, der sagt dir selber auch ganz viel. Und mir als Richter natürlich auch. Wenn ich so einen Reiter habe, der da so ein Ostereier reitet, dann weiß ich, dass das mit dem Hilfenzusammenspiel noch nicht so funktioniert.